Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomhobbits und Engladon zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir vor dem großen Stadion der Großtages gekommen, an dem wir die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge miterleben dürfen. Im letzten Part haben wir schon im Knospi-Inn übernachtet. Heute geht es hier in die Herausforderung der Arena Challenge. Auf geht's, hinein mit uns. Engine Stadion. Da wären wir also. So, der Kollege steht hier schon und wartet auf uns. Ich will sofort mit dem Kämpfen loslegen, damit ich endlich auf ein paar Fans bekomme. Okay, dann können wir wahrscheinlich hier anfangen, oder? Entschuldige, aber hier haben nur diejenigen Arena-Challenger Zutritt, die sich an unserer Arena-Mission versuchen. Ja. Darf ich nicht rein? Ja, was? Ja, seine Empfehlung stammt von mir. Ja, persönlich. Lal. Reden kann ich heute auch nicht. Ja, was denn? Hier? Du bist Zwergenfürst, richtig? Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und die Öffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Aber wo, aber wie? Ach so. Da ist schon die Umkleide. Die 42. Jo. Unsere Arena Challenge Nummer. So sieht's aus. Toll, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Und Trikot Nummer 42 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut. Es ist soweit, die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Und da beginnt sie auch schon. Und dann war das Stadion. Die Fans sind außer sich. Sie toben. Freuen sich alle schon auf die Eröffnungszeremonie. Meine Damen und Herren, ich bin Raus, der Präsident der Pokémon Liga. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Granada Region zu öffnen. Die Arena Challenge. Yay. Jawohl, die Arena Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Nette behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Ohren ergattert, darf als Champ antreten. Und hat somit die Ehre, den allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich einen großen Applaus für unsere Arena-Leiter. Aha, wo sind sie denn? Die Arena-Leiter. Da sind sie, da kommen sie hervorspaziert. Da können wir einen ersten Blick auf sie erhaschen. Jao, der fulminante Farmer und Experte im Umgang von Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerwehr-Veteran Kabu. Saida, das Wunderkind der Gala-Karate. Niemand kann tief vom Kampf sehen. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastische Feen-Pokémon. Die Gesteinsexperte, Felsenbrecher Mark. Und der stärkste an der Arena-Leiter, Roy, der Drachensturm. Einer der Arena-Leiter fehlt heute leider. Aber dies sind sie, der ganze Stolz von Gala, unsere Arena-Leiter. Ja, der letzte wird dann wahrscheinlich eine Überraschung sein. Da können wir uns dann überraschen lassen. Und da kommen wir. Und der Startnummer 42. Und mit uns auch die anderen Kandidaten, die anderen Teilnehmer. Ja gut. Die Ladescreens waren jetzt hier wirklich ewig lang. Ich hoffe, ich habe sie rausgeschnitten. Ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zittere immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich.
Die Animationen waren jetzt nicht so das Spitzenmäßigste. Da hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt, aber ja gut. Meckern auf hohem Niveau. Ja, ihr beiden, endlich ist es soweit. Was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Chaps sind. Darf ich mich vorstellen? Rose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment. Was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon einen Dynamax. Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat mich bestimmt ein Wunschstern heute bis hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wird übrigens von meinen überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besondere, spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einige dringende Termine. Mach's gut! Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Puma zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt eure Ziele nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen, Zwangfurst. Der Arenaleiter von Ghana müsste in einem bestimmten... Die Arenaleiter von Ghana müsste in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Torfield. Da bekommt man übrigens... Da kommen dann übrigens zum Morte 2-3 hin. Arena-Challenge. So, hier ist noch hier ein kleiner Infotext um die Arena-Challenge. Ja gut, ich dachte, das wurde uns gerade erklärt. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die dazugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss die Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Alles klar. Das war dann wohl die Öffnungszeremonie. Weiter geht's auf Route 3. Zwergenfürst, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jedem beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Alles klar. Flugtaxis. Wenn du die Dienste der Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Karamor oder so ähnlich. Schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wieder, wo das Reisen hingehen soll. Lel. Reden ist heute auch nicht meine Stärke. Falls es das je war. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch das Ziel aufsuchen. Guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nach Tuffield willst, musst du also als erstes zu Fuß dorthin. Tja, dann werden wir wohl... Oh, hey Challenger, ich freue mich schon auf die Kämpfe. Viel Glück. Ich drücke dir die Daumen. Da wird uns viel Glück gewünscht. Von allen Seiten wird uns zugejubelt. Go, 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 du schaffst das. Ja, hier entlang zur Route 3. Was ist hier? Wo bin ich hier gelandet? Ja, die Stadt ist ziemlich groß. Da kann man noch einiges erforschen.
Wir müssen weiter. Können uns hier nicht zu lange aufhalten. Okay, wo bin ich hierhin geraten? Ich wollte nur mal kurz gucken. Angeln. Wenn du den Schatten eines Pokémon im Wasser erkennst, wende dich ihm zu und drücke dann den A-Knopf, um die Angelrute auszuwerfen. Drücke erneut den A-Knopf, sobald du die Angelrute wackeln siehst, um das Pokémon aus dem Wasser zu holen. Probiere es an verschiedenen Orten aus. Jetzt wird hier noch ein bisschen geangelt. Ja, nur die Ruhe. Oh, ein Heslon. Ein Kamiaps. Level 0. Können wir das gebrauchen? Level 11. Naja. Ich weiß, das ist hier sozusagen das Wasser-Pokémon, aber ich verzichte dankend. Zahltag. Ich nehme dann irgendwann Garados oder so. Das ist passender. Hier nochmal angeln. Dann zu früh angeholt. Ja. Ich verspüre in dir zwar ein großes Potenzial als Trainer, aber es ist noch etwas zu früh. Komm wieder, wenn du Champ geworden bist. Ah, okay, hier eine kleine Herausforderung oder ein kleines Geschenk. Wenn wir Champ geworden sind. Naja, falls ich mich da noch dran erinnern sollte. Hier in der Seitengasse. Dass es da was gibt. Mal schauen. Hier ist noch ein verstecktes Item. X-Genauigkeit. Ah, okay. Dann mal hier weiter. Wäre es nicht toll, wenn auch wir Menschen Pokémon-Attacken einsetzen könnten? Also ich denke schon, dass ich zum Beispiel einen Hyperstrahl zum Besten geben könnte. Naja, okay. Hier haben wir die Feuerwache oder was? Und ein weiteres Pokémon-Center. Aha, okay. Pokémon-Team ist noch geheilt. Ist nichts passiert. Diese Stadt hat wohl mehrere Pokémon-Center. Oh, da wartet schon hoch auf uns. Da bist du ja. Du, ich habe die Idee. Wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich. Deshalb stand das Pokémon-Center. Alles klar. Okay, muss das sein? Komm schon, sei kein Foxy. Ganz ohne Training können wir das mit der Arena-Challenge auch gleich bleiben lassen. Ach so, jetzt lässt er mich nicht durch, bis wir ihn besiegt haben. Ach Mensch. Na komm, geht klar. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form bleiben, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. So, Rivalen-Battle Nummer 2, wenn ich richtig mich erinnere. Vielleicht sogar Nummer 3. Ich glaube eher Nummer 2. Müsste ich nochmal nachgucken. Bin ich mir gar nicht sicher. So, schauen wir mal, wer hier der stärkere Arena-Challenger ist. So, Kanto, greif an. Attacke. So, Rudi. Rudi vs. Evoli. Rudi vs. Evoli. Cool. Nee, nicht cool. Ich bin entsetzt von meinem eigenen Wortwitz. Na denn, Evoli kann noch nicht sonderlich viel. Der hat einfach ein Item eingesetzt. Wie fies. Rumzugeben. So, Rudi besiegt. Das bringt hoffentlich ein paar Erfahrungspunkte. Battle erreicht Level 13. Blackie erreicht Level 11. Ja. Modi erreicht Level 14. Das Team ist jetzt ungefähr auf einem Level. Ja, kann man so sagen. Blackie muss nach vorne, die muss trainiert werden. Ja, 13, 13, 14, 11. Mein Tauben-Pokémon hängt noch ein bisschen zurück. Eulen-Pokémon war es. Blackie ist natürlich ein Eulen-Pokémon. Kein Tauben-Pokémon, sorry. Ich weiß nicht, wie ich auf Taube kam. Wahrscheinlich Taubsi oder Taubos. Die entwickeln nur Stufen. Ich bin auch von Pokémon Let's Go Evoli drin. Hat das Evoli gesehen und in meinem Kopf hat es
mit Scott und Rudy gemacht. Ja. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unser Wuchernes Pflanzenkraft. Unsere wilde Wuchernde Pflanzenkraft. Ja, mit Reden ist heute auch nicht so. Aber Evoli kriegt sie alle besiegt. Ja, kein Problem. So, hoch zum Hieb. Haben wir gleich das nächste besiegt. Dann kriegt Evoli vielleicht auch mal ein neues Level. Unser Dynamax-Pokémon. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich habe schon überlegt, Evoli mit rauszunehmen. Also, es aus dem Team rauszuwerfen. Aber es ist halt unser Dynamax-Ding. Das brauchen wir für die Arena-Challenge. So, ein Micro. Ja, das können wir auch noch besiegt. Kriegt Evoli das jetzt alles auf einmal hin? Das wäre ja was. Das ganze Team mit Evoli besiegt. Ja, sehen wir, wer hier der Stärkste ist. Von uns beiden. Wenn ich das mit einem Pokémon hinkriege, dein ganzes Team besiegt. So. Ja, das sieht doch erst danach aus. Als wäre das hier ein Pokémon-Kampf. So, mit nur einer Attacke. Ein Pokémon, eine Attacke. Reicht aus. Mehr braucht man gar nicht, um Hope zu besiegen. So schaut's aus. So ist die Lage nämlich. Ich mache mir keine Sorgen, dass das irgendwann mal ein ernstzunehmender Rivale wird, wie Blau im Pokémon Let's Go Evoli im letzten Part. Ja. Wir werden ihm wahrscheinlich immer ein Schrittchen voraus sein. Ja, gute Arbeit, Evoli. Neues Level für Evoli. Das ist wohl noch, da ist wohl noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal für meinen Evoli. Du gewinnst 1120 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen deine Rivalen hervor. Ja, dann bin ich gleich nochmal im Pokémon-Center. Und dann tue ich mal Blackie nach vorne, dann können wir auch mal kämpfen. Nicht schlecht, Rivale. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Hier, hast du meine Liga-Karte als Zeichen meines Respekts. Aha. Die fehlte noch in unserer Sammlung. Sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Engine City war aber nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zur Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen, knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf, herausfordern kann. Mein Bruder. Und dann schnapp ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hope aus Fulham. Da redet noch, während er wegrennt. Na, dann müssen wir uns gleich mal seine Karte anschauen. Und wenn die mal nicht so luschig ist wie er selbst. Sorry, ich habe ihn gerade mit einem Pokémon besiegt. Also das ist ja wohl die richtige Bezeichnung. So, Album. Hope. Ja. Ja. Er hat die Nummer 189. 189. Aha. Wollte gerade sagen, die wollte ich fast nehmen, weil ich hätte die 981 genommen. Auch eine interessante Zahl. Sommer hat die 420. 420! Hey! Epi Markus hat noch keine Nummer. Hat er bestimmt schon, aber hat seine Karte nicht aktualisiert. Ja, das ist meine Karte, die habe ich schon runtergeladen, die ist ein bisschen älter. Und die 1. Warte mal, Delion war damals bei der Eröffnungszeremonie und durfte sich eine Nummer aussuchen. Also er war noch gar kein Champ, durfte sich eine Nummer aussuchen, hat die 1 genommen. Was einiges über Delion aussagt. wollte ich nur mal anmerken. So, unser Team müssen wir noch heilen. Haben wir das schon gemacht? Ich glaube, das haben wir schon gemacht.
Ich hab's nur gerade vergessen. Ja, das haben wir gerade eben schon gemacht. 4 Pokémon habe ich gerade im Team. Evoli. Ja, da bin ich halt noch am Überlegen. Lasse ich die mit drin? Oder nehme ich die raus? Momentan will ich sie noch mit drin lassen. Mal schauen, was dann passiert, wenn wir noch ein paar Pokémon mit dazu bekommen. Wenn sich da noch was tut im Team. Wenn die Slots voll werden. Wenn wir keinen Platz mehr haben. Dann überlegen wir vielleicht, ob wir Evoli rausschmeißen. So. Auf Route 3 geht's nun. Route 3. Wenn deine Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Und bei Vergiftung hilft Gegengift. Und bei Paralyse. Was war das noch gleich? Gegenparalyse halt. Wenn du immer genug Items dabei hast, kommst du auch ohne Pokémon Center sehr weit. Ja, aber Pokémon Center ist dann doch immer was Gutes. Haben wir noch einen Zickzacks? Ich leg's eigentlich drauf an, mein Team mit. Hier ist ein Item. Ja, hier hinten. Riesenpilz. Also ich leg's darauf an, mein Team mit 8. Mit 8 Generations-Pokémon voll zu stopfen. Deshalb ist Evoli eher nicht so mein Fall. Oh, mein Lieblings-Pokémon ohne Ratitox. Das finde ich ja so genial. Also genial, eigentlich eher im negativen, negativen Sinne. Ja, das ist ein Müllsack. Es ist ein Müllsack, aus dem rechts und links die Scheiße schon rausquillt. Wollte ich mal eben erwähnen. Unratytox. Unratytox hat es in die 8. Generation geschafft. Aber andere Pokémon nicht. Das ist, ja. Herrlich. Ich mag den. Es ist irgendwie ein unsinniges Pokémon, aber ich mag unsinnige Pokémon. Der Kiebe siegt. Ja, sie ist noch ziemlich schwach. Flucht. Ja, das nehmen wir sowieso nicht mit ins Team. Steht nicht zur Debatte. Hast du die Eröffnungszeremonie gesehen? Na klar, hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Kampf ohne Blacky. Göremia fordert dich raus. Vulpix. Ah, der Kampf der Giganten. Mein Randall versus Vulpix. Kleppt die Fuchs versus Vulpix. Ja. Randall ist der bessere Vulpix. Prügler. Vielleicht bringt's ja jetzt was. Nee, tut's nicht. Der Tag ist irgendwie unnützer. Prügler. Ja, ein bisschen was bringt's schon, aber können wir bei der nächsten Gelegenheit gleich verlernen. Tannenpauke können wir mal ausprobieren. Okay. Sekunde. Prügler bringt hier wohl mehr als die andere Attacke als Rückzugtrieb. Naja, vielleicht ist er manchmal doch gut. Mal schauen. So, Standpauke. Joa, das bringt es vor allem. Die Attacke ist gut. Die können wir einsetzen. Meine Stimme. Rotenschlag. Standpauke. So, auf geht's. Vulpix besiegt. Da sehen wir hier, wer der bessere ist. Klebt die Fuchs. Das bessere Vulpix. Ja. Vulpix, du kannst einstecken. Jetzt ist Kleptifuchs da, der Nachfolger. Du gewinnst 1008 Pokémon Donner und gehst die aus dem Kampf gegen Göre hervor. Ja, so heißt die Trainerklasse. Die heißt Göre. Das habe ich mir ausgedacht. Dann 3 Heilbälle. Ja, nicht schlecht. Lauter Zickzacks hier. Und hier haben wir einen Pam-Pam. Okay. 6. oder 7. Generation? 6. Generation würde ich sagen. Ich komme jetzt irre. Level 9. Ja, vergiss es.
Ich will Galar-Pokémon hier. Ja, das ist ein Galar-Zickzacks, ich weiß, aber ich will neue Pokémon im Team. Da hätten wir eigentlich das Hesslorn fangen sollen. Das ist eigentlich das, was auch immer aus der Galar-Region. Das hätten wir im Team noch gebraucht. Vielleicht überlege ich es mir ja noch und fange mir irgendwo eins. Das wird uns bestimmt nochmal begegnen. So. Ein Trank für dich. Ein Beleber für Blacky. Wie weit die noch mitkämpfen kann, weiß ich nicht, aber 8 Beleber haben wir noch parat. So, Paraheiler, da hatten wir gerade. Paralyse hatten wir gerade als Thema. Verbrennung brauchen wir aber. Wir brauchen was gegen die Verbrennung. Haben wir nicht dabei. Dann muss man weiter verbrannt bleiben. Nächster Trainer auf Route 3. Ein Kitty. Ich lerne gerade eine 7 Fremdsprachen. Computer und Pokémon. Schülerin Laura fordert dich heraus. Schülerin Laura setzt Pampam ein. Ich bin gerade auf der Route gefangen, oder was? So schaut's aus. Damit Rätschen. Ja gut. Wir können es ja mal versuchen. Piekser, sehr effektiv. Okay, da bin ich gespannt. Naja, unter sehr effektiv habe ich mir etwas mehr vorgestellt. Aber gut. Blacky, du brauchst Training. Halte durch. Wow. Das war ein Volltreffer. Jo, steht sogar da. Ein Volltreffer. Immer Kopfwurf. Oh Mann. Halte durch, halte durch, halte durch, halte durch. Ey, was? Ach so, wurde weggeschickt. Dann muss Randall weiterkämpfen. Gibt trotzdem Erfahrungspunkte für Blacky, weil sie noch nicht besiegt ist. Ruckzuckhieb ist effektiv. Steht dran an der Attacke. Steht jetzt an den Attacken dran. Was? Das ist effektiv. Hallo. Ja, gut. Hilfe. Ich setze trotzdem nochmal ein. Ja, dumm wie ich bin. Ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Ja, gute Nacht. In dem Sinne, gute Nacht, Randall. Der kriegt keine Erfahrungspunkte in dieser Runde. Du bist dran, Evoli. Kämpfe für Kanto. So. Ruckzuckhieb. Na komm, das muss doch was bringen. Alles klar. So. Erfahrungspunkte fürs Team. Erfahrungspunkte für Blacky. Hervorragend. Blacky Level 12. Furienschlag für Blacky. War nicht schlecht. Clownwetzer kannst du vergessen. 1, 2 und schwupp. Gegner Clownwetzer vergessen und Frühjahrsschlag erlernt. So schaut's aus. Wie verloren? Habe ich etwa nicht genug über Pokémon gelernt? Du gewinnst 936 Pokémon-Dollar und gehst direkt aus dem Kampf gegen den Schüler, die Schülerin hervor. Ein Gender-Sternchen. Vulpix im hohen Gras. Nächster. Wer haben wir denn da? Coutini. Neues Pokémon. Das kommt mir aber bekannt vor. Könnte auch eins aus der 7. Generation sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber sieht relativ neu aus. Ich fliege trotzdem mal. Sah jetzt nicht so interessant aus. Tipps für Trainer. Du kannst auf Routen den Pokémon-Cap aufschlagen. Beim Camping könnten deine Pokémon-Erfahrungspunkte erhalten. Oh, müssen wir wohl mal campen. Wenn du an einem geeigneten Ort zum Campen bist, kannst du auch die Zelte anderer Trainer besuchen. Ah, hier gibt es noch ein Item. Feuerheiler. Oh, das hätten wir gerade gebraucht. Und was haben wir denn da für ein Pokémon? Ein Rabauz haben wir da. Aha. Ein Rabauz. Das Kimo doch besiegt, oder? Energiefokus. Oh wei. Der Blick hier ist schon fast besiegt. Na komm, kriegen wir es trotzdem hin mit den 2 KPs. Fehlgeschlagen, Piekser. Na komm. Na sehr gut. Das muss doch Erfahrungspunkte geben. Da scheint auch irgendwie ein Galar-Pokémon zu sein. Ach mal ja. So spektakulär sah es bisher noch nicht aus. Oh nein, ein nächster Kampf. Ha!
Jetzt habe ich zur Abwechslung mal einen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Stärker als du. Schüler Jobby fordert dich heraus. Schüler Jobby setzt Knospi ein. Aha, was für Knospi in Klaus. Alles klar. Werf ich den einfach mal vor. So, Piekser. Ich wollte gerade sagen, wie kriegt sie alle. Auch noch mit 2 KP. Ja. Peggy kann auch noch in diesem Zustand kämpfen. Ja, kein Problem. Absorber. Na ja, gut, das wird's gewesen sein. Ja, Blicky besiegt. Schade. Das bringt aber nicht viel. Stummelknatsch. So. Kato, du bist dran. Evoli. Du brauchst mal neue Attacken. Nicht ganz offensichtlich. Ich war mit dem Tee ganz hinten dran. Offensichtlich. Wenn man nicht sprechen kann und irgendwelche Buchstaben hinten dran hängt, wo sie gar nicht hinbekommen, hingehören. Sprache, Wörter, reden, moderieren. Und Coutini. Hoch zu Kieb, na komm, besieg es. Da muss ich mich gleich mal informieren. Coutini, ein neues Pokémon dieser Region ist. Ob es das schon in Generation 7 gab. Ich würde gerade sagen, das ist ein Gunner-Pokémon. Aber so sicher bin ich mir nicht. Ich kann mich auch irren. Das kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Auch das Kampf-Pokémon, was wir gerade im hohen Gras getroffen haben, ist Machomai ähnlicher. Ist Machodo ähnlicher. Das könnte auch ein Gunner-Pokémon sein. So siegreich aus Trainerkampf hervorgegangen. So, weiter geht's. Oh, da ist schon Sanja. Ich muss mal kurz mein Team heilen. Falls wir gegen dich kämpfen müssen, dann will ich mit gesundem Team ankommen. Trank. Nein, Bleber. Blacky. Beide. So, momentan haben wir noch eine ziemlich heftige Männerrate hier im Team. Haben wir 3/3, 3/4 Männer, 1/4 Frauen. So, jemand geheilt. So muss das. Wo wir gerade dabei sind. Ein paar TMs. Erlernbar Sternschauer. Energiefokus. Was bringt das? Blacky. Das ist gut. Ach, das ist die TP, die dann wegschmeißbar ist. Energiefokus, was bringt das? Nix. Ja gut. Mehr als Silberblick. Vergessen wir einfach Silberblick. Und Schub. TP erlernt. Samenbomben. Ja, da haben wir noch keinen von. Keinen vom Typ Pflanzen. Ja, Evoli braucht nur eine Attacke. Genauigkeit 0. Ja gut, Rutenschlag, das kannst du verlernen. Sternschrohr ist besser. So, viel haben wir noch nicht. Aber gut. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch.